damit herzlich willkommen zum zweiten Tag unseres Niederlande-Meeresabenteuers. Ich sag extra nicht Angeltrip, weil Fische haben wir bisher noch nicht gefangen. Mal gucken, ob wir heute noch was fangen werden. Ich bin noch nicht so sicher. Auf jeden Fall haben wir heute schon aufgebaut. Heute ist das Ziel erstmal ein bisschen mit den Grundrouten am Start zu sein. Mein Dad versucht ein bisschen mit Heringssystem und sowas alles und Makrelensystem. Allround mit Plastik und ja, allround mit allem Möglichen, was die Kiste hier so hergibt. Mal sehen, was dabei rauskommt. Wenn kein Fisch da ist, wenn ich nichts fange, fängt keiner was. Das mal harte Worte. Das lassen wir mal so stehen. Panti kommt später auch noch vorbei, der hat sich spontan dazu entschieden, einfach mal die 3 Stunden herzufahren und hatte auch Bock auf Wolfsbarsch, Finden etc., was man so fängt. Und der hat sich ein bisschen klug gemacht, gucken wir später noch ein paar Spots an. Aber jetzt hoffen wir erstmal, dass ein paar Fische ans Grundblei reingehen, ne? Oder bei meinem Dad an die Angel. Ne? Ich bin gespannt. Also, auf einen geilen Angeltag. Leute, jetzt wird es hier gerade ein bisschen wild. Ich hatte gerade ein... Oh, mein Papst hat gerade seine Rute gerettet. Hatte gerade einen Hänger. Und ich hatte gerade einen Biss auf der Rute. Hab dann reingeholt. Und in der Absinkphase von dem Ding gab es direkt wieder einen Biss. Also, als ich wieder ausgeworfen habe. Wild. Also jetzt bewegt sich auf jeden Fall ein bisschen was. Wir hatten jetzt die ganze Zeit lang keine Bisse. Und das Verrückte ist... Ich fische jetzt nicht mit irgendwelchen Seringelwürmern oder so, sondern ganz normalen Tauwürmer, Leute. Ganz normale Tauwürmer, die ich mir noch von zu Hause vorher geholt hatte. Ne? Laut Jörg Ovens klappt das nämlich auch. Da bin ich mal gespannt, ob er gleich noch was beißt. Ey. Krass, ey. Zweimal, der zweite Biss war wild. Der zweite Biss war wirklich hart. Na komm, Flugzeug. Kann ich das anfangen? Ich hoffe, ihr konntet es sehen. Ja. Ich würde sagen, später mal mit der Spinnrute hier ein bisschen rüber, über die Sandbank und dann mal gucken, ob da was geht. Ja. Mal gucken. Ah, Leute, diese Holländer sind einfach super lieb. Einfach super lieb. Jetzt kam mir gerade an, mit dem ich da am Anfang geschnackt habe und hat mir seine restlichen Seeringelwürmer gegeben. Mega cool. Ich meine, wer braucht schon Seeringelwürmer? Wir haben Tauwürmer, ne? Ich verschenke die jetzt direkt weiter. Nee, Spaß. Und wisst ihr, wer auch da ist? Wartet. Ey. Das sieht sehr gefährlich aus. Ich gehe mal darüber. Er ist schon am Stream, Leute. Er ist schon am Stream. Die Legende, the myth, the legend, the one and only. Er ist einfach da. Er ist einfach da und er ist kurz da und die Wellen bewegen sich schon, weil er alles in Wallung bringt. Hier, da ist er, die Legende. Hallo. Panti, Leute, Panti ist am Start. Geil. Na? Du rufst, wenn du den 60er Wolfsbarsch dran hast, ne? Ich schreie, wenn ich Hilfe brauche. Okay. Ja. Er schreit. Ich wollte sie gut neu auf, sie Ringelwurms und dann geht's ab, Leute. Uhuhu. Geil. Leute, Fisch. Brauchen wir einen Cash? Nee. Doch. Doppelt. Makrele. Wolfsbarsch. Alter, wenn du einen Wolfsbarsch machst. Alter! Alter, was ein Riesen, Oschi! Eine Finte, oder? Ja, schön, Petri! Ha? Schön! Ha? Ja, Finte. Das ist ganzjährige Schonzeit. Auf Makrelensystem, Panti. Ja, eine Finte, da. Siehst du einen schwarzen Fleck? Ja. Ein schwarzer Fleck. Alles klar. Muss wieder rein, geschützt. Ja, da ist weg. Easy. Ja, Petri. Ja, danke.
Wolltest du noch was dazu sagen? Nee, wollte ich nichts so sagen. Ich bin total wort- und sprachlos erstmal. Hab noch nie eine Finte gefangen. Leute, da sitzt er die ganze Zeit rum, ne, und wirft immer mal wieder so. Irgendwann meint er so, oh, hab kein Feuerzeug mehr. Dann macht er mal wieder ein Würfchen und sagt auf einmal Fisch, Alter. Unglaublich. Unglaublich, ey. Ah, Mann, wird Zeit. Ich hol mal meine Spinnrute. Los geht's. Wie fühlt man sich so als Entschneideter? Ich hätte sie am liebsten mit nach Haus genommen, in der Pfanne hier gekloppt. Aber so viel Zuschauer hier, das geht ja gar nicht. Das kann ich niemals veröffentlichen, passt. Das da ist Panty, Leute. Ey, wie läuft's? So Leute, hat hier noch nicht so viel getan, aber eins kann ich euch sagen, guckt mal her. Wir haben aufkommendes Wasser. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon genau der höchste Punkt ist, aber na, wenn man bedenkt, vorher haben wir uns gedacht, wie kriegen wir den Fisch hier raus? Hätte ich mich hinlegen müssen, falls es ein 60 cm Wolfsbarsch gewesen wäre oder sonst irgendwas. Aber seit der Finte ist noch nichts passiert. Nicht bei Panty da hinten, nicht bei meinem Dad, nicht bei mir. Ich hatte nicht mehr Bisse auf der Grundroute. Ja, die Krebs sind schnell, ja, schneller als man denkt. Und oh, jetzt mal gucken. Ich habe auch Hunger. Ich muss unbedingt was essen, ey. Ich habe richtig Hunger. Ich gucke jetzt gleich mal, ob ich da was finde. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Schön ist es ja auf jeden Fall. Schön ist es. Das muss man sagen. Ja, wunderschön. Schaut, wie die da auf dem Boot fahren. Da hinten die Sonne scheint. Diese Legende einfach am Angeln ist. Einfach ein Träumchen. Einfach ein Träumchen. So, ich guck mal nach Essen. Ah, Leute, was soll man machen? Hier geht einfach nichts. Ne? In der Zwischenzeit sind wir schon einmal die Brandungsroute, Grundroute abgerissen. Wir haben lecker Pommes und Frikandel gegessen. Und es fängt einfach keiner was. Nicht die Legende, die da angelt, geschweige denn die Legende, die hier angelt. Ja, da gerade bist du. Direkt vor den Füßen hier, glaubst nicht, ne? Der ist richtig reingetaucht, bams. Ja, aber da hat er sich losgerissen, weil so Wurstbarsch, die schütteln sich auch sehr viel. Aber die Pommes, die war gut, ey. Ganz geil, wenn da hinter dir so eine Frikandelbude ist, ne? Ja, Chat ist auch dabei. Ja, Chat. Chat, ihr seid im Fernsehen. Könnt ihr euch mal nehmen, bitte? Chat, jetzt sag mal was im Chat. Grüßt mal alle Zuschauer von Icy. Junge, dein Busch, das ist der Geilste. Ist das schon was? Ja, die schlafen alle, weil ich nichts fange. Chat, jetzt grüßt mal. Chat, von Icy. Chat, jetzt grüßt doch mal. Ich hab zu viel Schlaf hier gesungen. Da. Rülpser. Nur der WVW. Was zur Hölle ist mit euch? Was hast du für einen Chat, Alter? Da. Tag, was? Da seht ihr, da geht's ab. Hi, ihr drei. Da geht's ab. Denkt dran, jeden Freitag jetzt pelagische Nacht bei Panty. Alter, jeden Freitag ist das? Weiß ich nicht. Ist es jeden Freitag? Ist morgen Freitag? Ja. Jeden Freitag bei Panty und jeden Sonntag bei Johnny. Ja, wir versuchen es weiter. Ja. Vielleicht geht ja noch ein Fisch. Ich weiß nicht. Was denkst du? Ich sehe mich bei einer Pommes. Bis gleich. Morgen hat deine Mama Geburtstag. Ja. Verständlich. Verständlich. Falls ihr diesen Redepart hättet, ihr Video besser geskippt. Leute, das war's. Oh, nicht gegen die Sonne, so vielleicht besser. Leute, das war's. Das war's. Wir haben tatsächlich nichts mehr gefangen. Am Ende sprangen hier noch die Sprotten hier vorne rum, richtig schön. Oder das war auch noch richtig schön anzusehen. Guckt euch das an. Traumhafter Sonnenuntergang hinter der Insel. Einfach schön. Einfach schön, muss man einfach sagen. Aber wir packen jetzt ein, es ist auch schon 9 Uhr. Panty muss auch nach Hause. Ja? Cool, dass du noch vorbeigekommen bist. War sehr schön.
Und der Schütze fand ja leider auch nichts mehr gefangen. Und wir sehen uns dann am Tag 3 wieder. Morgen geht es dann auf die Rückreise. Da werden wir noch ein paar Polder besuchen und ein paar Spots, die ich mir nochmal angucken wollte, zu dem ich noch nicht gekommen bin. Und ja, Leute, so ist das mal. Wenn eine Legende fängt, dann können die anderen halt nicht mehr fangen. So ist das halt. Ne? So ist das halt. Und wisst ihr die Anfangsworte noch von meinem Papa? Ne? Ich sozusagen, wenn ich hier nicht fange, fängt hier keiner. Und wer hat gefangen? Okay. Lassen wir das mal so stehen. Okay? Lassen wir, wie du sagst das nochmal. Und ja, ich verabschiede mich mit diesem wunderbaren Sonnenuntergang. Lasst euch gut gehen. Das Allerwichtigste ist, bleibt gesund und wenn ihr im Wasser seid, ein dickes Petri. Macht's gut. Ciao.